Hallo Leute und willkommen bei diesem Video. Heute geht es um eine 70 Watt SON von Philips. Also eine ellipsoidförmige Natriumdampfhochdrucklampe. E27 Sockel. Noch nicht so gebraucht. Und da habe ich hier auch ein Testfeld dafür gebaut. Hier 70 Watt for High Pressure Sodium Lamp or Metal Halide Lamp with External Igniter. 1 Ampere, 70 Watt, bla bla bla. Halten Vorschaltgerät für 70 Watt Entladungslampen, Hochdruck. Dann halt noch ein Zündgerät, verkabelt, Fassung drauf, fertig. Hier habe ich noch eine Lüsterklemme dazwischen geklemmt für den Neutralleiter. Festgeschraubt, fertig. Diese Nachhilfe-Hochdrucklampe hat, sage ich jetzt mal, wenig Geschichte hinter sich, weil die ursprünglich hat die mal dem lieben Mr. Lumilux gehört. Grüße gehen an dich raus. Der hat sich mal in den Sommerferien, war das glaube ich, mit dem lieben Technikexperten, Grüße gehen auch an dich raus, getroffen. Da wurde die dann getauscht. Dann vor ungefähr einem Monat habe ich diese 70 Watt Natriumdampflampe und noch eine G12 Halogenmetalldampflampe, zu der auch bald ein Video kommen wird, dann getauscht. Und so ist sie dann vom Mr. Lumilux, dann zum Technikexperten und dann jetzt zu mir gewandert. So, die hat halt 70 Watt. Da habe ich jetzt hier unten, weil die Verpackung ist nicht mehr in dem besten Zustand, sage ich jetzt mal, habe ich die mit weißem Isolierband repariert, sage ich jetzt mal. Da habe ich halt hier einfach das blaue Isolierband von Mr. Lumilux einfach abgemacht. Vorsichtig, dass das nicht die Philips-Aufschrift dazu abgeht. Und dann halt mit weißem Isolierband neu draufgeklebt. Beipackzettel ist irgendwie im Karton dabei, nicht ohne Vorschaltgerät betreiben und nicht ohne Außenkolben betreiben. Philips SON 70 Watt E27 E für externes Zündgerät. Philips Lightning, bla bla bla. Made in PLC, aber dafür, dass die Made in PLC ist, hat die eine wirklich gute Qualität. Ich finde es jetzt nicht besser als die kaputte Philips SON Made in Belgium, die ich habe. Das ist die hier. Da ist der Kolben, den habe ich einfach klar gemacht, als der abgebrochen ist. Der Kolben ist abgebrochen, als ich die anmachen wollte. Dann habe ich sie in die Fassung geschraubt. Dann ist der abgebrochen, der Kolben. Und den habe ich einfach ein bisschen sauber gemacht und dabei ist dann halt der Leuchtstoff. Die Mattierung, weil eine Atemdampflampe machen kein UV-Licht, also brauchen sie auch einen Leuchtstoff. So. Was wichtig ist bei Leuchtmitteln, immer, dass man sie ein wenig putzt, bevor man sie anmacht. Ich weiß gut, ob ich das Tuch dran habe. Mach's immer kurz sauber, weil es ist nicht so gut, wenn man die einfach so mit bloßen Händen anpackt. Das geht ja noch, aber dann muss man die Fettflecken auch von den Fingern, weil da ist auch nämlich immer ein bisschen Fett dran, muss man die dann versuchen abzufischen. Und jetzt mache ich nicht nur die Natriumdampflampe an, sondern sozusagen auch ein kleiner Lampenvergleich jetzt hier im Video. Hier auch noch eine Straßenlaterne, die habe ich jetzt auch restauriert. Ich habe jetzt den Reflektor hier mit Ofenrohrlack, silbernem Ofenrohrlack, der bis zu 650 Grad aushält, lackiert. Im Bereich lackiert, dann im Vorschaltgeräteraum neu lackiert, neue Kabel rein, weil da war auch ein Kabelbruch. Und halt den äußeren Teil mit, wie heißt das? Mit Hammerschlaglack. Oder Klimmlack kann man da auch sagen, weil der ein bisschen glitzert auch ein bisschen. Habe ich halt alles mit meinem Opa neu lackiert. Neue Fassung, alles zerbrochen. Alles ist neu lackiert, außer hier die Bastschraube. Aber die passt auch nicht mehr so richtig.
Da war eine Folie 25/01. Ganz alte Verpackung, bisschen kaputt. Die zwei treten jetzt an. Gegeneinander. Aber hier noch das Kabel. Und dann würde ich jetzt sagen, 3, 2, 1, Zündung. Also bei der Nava hier muss ich sagen, bei der hört man am Start, es läuft ein bisschen unstabil. Und dann ist hier der Teil kurz ein wenig laut, der vibriert dann kurz relativ laut. Und das Zündgerät, der Teil hier, der Zylinder, der macht auch am Anfang relativ laute Geräusche. Sieht man nur noch den Brenner, wo das Gelbe vom Natrium langsam hochwandert. Verteilt sich jetzt erstmal. Und die Lava läuft jetzt auch langsam hoch. Das Lustige hier bei der Philips NAV ist, am Anfang leuchtet sie jetzt so, sag ich jetzt mal, 3 Minuten lang in dem, gut nicht 3 Minuten, aber in dem Farbton leuchtet die ziemlich lang. Und dann wird sie auf einmal, gibt sie nochmal richtig Gas, wird nochmal mindestens die Hälfte heller. Also langsam wird sie heller, dann gibt es halt am Ende nochmal ordentlich Gas. Die Nava wird jetzt auch konstant heller. Mach jetzt auch mal schnell die normale Raumbeleuchtung aus. Also eine 125 Watt Quecksilberdampflampe entspricht ungefähr einer 70 Watt Natriumdampflampe. Also die beiden kann man miteinander vergleichen von der Helligkeit. Kommt ziemlich nah. Währenddessen die Hochbrennung zeige ich auch mal schnell die 70 Watt Halogenmetalldampflampe, die ich auch vom Technikexperten bekommen habe. Die habe ich ja getauscht mit ihm. Gegen die 250 Watt BLV in Blau. Und das ist die hier. Das ist eine G12 Powerball Osram Made in Germany. Die Schachtel hier habe ich selber gebaut. Nicht ohne Vorschaltgerät betreiben, nicht ohne Außenkolben. 200 Grad wird sie warm, nur in geschlossenen Leuchten. Energieeffizienzklasse. Made in Germany. Und halt noch aus hier Osram. HCIT 70 Watt WDL Germany. Da habe ich jetzt noch keine Fassung dafür und da wird auch noch ein Video dazu kommen. So, jetzt sind beide hochgefahren und zusammen geben die ein relativ neutral weißes Licht. An der Decke sieht man das jetzt leider nicht so gut, weil die Straßenlaterne einen Reflektor hat und die das Testfeld für 70 Watt nicht. Das heißt, das Licht wird jetzt überall hier auf dem Teppich und überall im Raum verteilt und deshalb wird direkt hier oben an die Decke gestrahlt. Und jetzt sind die beiden einigermaßen hochgekommen. Jetzt nochmal den Brenner. Da sieht man auch das Balkenflackern, sage ich jetzt mal, wenn die Kamera zu helles Licht sieht. Und hier nochmal die Straßenlaterne. Auch sieht man auch schön den Brenner bei solchen Nava HQLS. Also NF100, dann die Wattage mit Strich 01. Das ist Silberweiß bei Nava. 00 wäre dann HQA, klare Quecksilberdampflampe, aber sowas ist sehr selten. Aber da hat der Technikexperte auch eine Lampe mit 250 Watt und sogar 400 Watt, den könnt ihr auch mal gerne abchecken. So. Ich werde sie jetzt ausmachen, damit man das zeigt noch das Nachglühen. 3, 2, 1.
Bei der Lava glühen noch die Elektroden relativ lange nach für eine Quecksilberdampflampe und ein ganz kleines bisschen das Glas. Die Natriumdampflampe noch langsam ausglühen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ciao.